Also ich kann mich erinnern, stark kritisiert vom Präsidenten damals, Sportdirektor weniger, aber Vorstand, Umfeld. Ich weiß, dass ich Probleme hatte mit Fabian Boll, weil er als Kapitän sehr, sehr, sehr lange verletzt war und dann am Ende, ja, am Ende nochmal am Millerntor spielen wollte. Und der Umgang mit ihm war für mich schwierig, weil ich das Gefühl hatte, ja, wir wollen aber trotzdem noch gewinnen bis zum Ende. Ich habe dann so ein bisschen die menschliche Seite auch nicht gesehen. Ich habe nicht verstanden damals oder habe mich nicht gut beraten gefühlt. Wie gehe ich damit um mit so einem erfahrenen, routinierten, verdienten Spieler auf St. Pauli? Die Fans haben mir das übel genommen, ganz klar. Und auch die anderen älteren Spieler von St. Pauli haben sich dann mit eingeschaltet. Und da hat mir einfach die Erfahrung gefehlt. Heute würde ich ganz anders damit umgehen, auch im Umgang mit so einem Präsidenten, der absolut Druck macht, um aufzusteigen. Wobei das Ziel vor der Saison war, einfach nur eine ruhige Saison zu spielen. Und plötzlich sind wir Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster und schaffen es dann nicht. Und dann hagelt es Kritik. Und dann musst du wissen, wie du damit umgehst. Heute wird mir das so nicht passieren. Und auch der Umgang mit Fabian Boll beispielsweise wäre ein anderer. Oder mit den Fans dann grundsätzlich wäre ein anderer. Aber es waren gute Momente für mich, um Erfahrung zu sammeln, weil erste Cheftrainerstelle dann auf St. Pauli direkt ist natürlich ein Brett.